Und damit hallo und herzlich willkommen zum Gerichtsverfahren, endlich mal zum F1-Video. Mit dabei sind natürlich die üblichen Verdächtigen. Hallo. Hi. Der Kläger, Willi. Hallo. Der Angeklagte, André. Hallo. Und die beiden Richter. Hallo. Die beiden Anwälte zu meiner Seite. Hi. Hi. Genau. Und damit will ich einfach abgeben, weil ich habe als Richter nichts zu sagen. So. Wir sprechen mal das Urteil. Wir sind heute hier zusammen willkommen, weil Willi André anklagt mit vermeintlichem Totschlag in F1. Wie ihr später dann im Filmmaterial noch sehen werdet, ob es nun die Wahrheit entspricht oder nicht. Als erstes werden wir uns die Sicht von André anhören und danach die vom Kläger. Vom Opfer. Vom Opfer. Okay. Als erstes, André, schildere bitte deine Sicht. Okay, also Willi ist ein wenig vor mir gefahren und hat die Kurve halt gefahren, wie man eine Kurve fährt. Und da ist zum kleinen Zusammenprall gekommen, weil ich zu spät gebremst habe, das gebe ich auch gerne zu. Aber danach hat Willi versucht, mich volle Breitseite in die Bande zu rammen und ist dabei draufgegangen und sein Auto war kaputt. Und er schiebt quasi mir die Schuld in die Schuhe, dass ich ihn versucht habe, umzubringen. Ja. Danke dafür erstmal, dass Sie Ihre Sicht vorgetragen haben. Jetzt Sie das Opfer. Sie das Opfer. Sie das Opfer, genau. Sie das Opfer. Sie das Opfer. Sie bitte aus Ihrer Sicht, wie Sie vorgefallen ist. Also wir haben ja schon, ich hatte ja schon vorher ein kleines Debakel um die erste Kurve, die wir gefahren sind. Da bin ich fast aus der Strecke, geflogen durch ihn. Aber das ist egal, das hat ja nichts damit zu tun gehabt. Ich wollte jedenfalls um die Kurve, bin ein bisschen zu weit aus der Strecke, ein bisschen weiter aus der Strecke gekommen, das habe ich selbst gemerkt. Nur hat André mir dann die Straße, also ist er genau neben mir gewesen, dass ich auch gar nicht mehr wirklich auf die Strecke zurückkommte. So, dann ist er sozusagen, ne, mich reingebrettert, weil ich natürlich rüberziehen wollte zur Straße, kam André, bumm, bin gegengebrettert. Und da ich das Spiel dann nur zum zweiten Mal in meinem Leben gespielt habe, ne, wusste ich nicht genau, wie ich jetzt auf die Scheißsituation reagieren sollte. Und wusste nicht, was ich mache. Und plötzlich waren wir in der Wand, beide. Das hat hiermit nichts zu tun. Und bitte lass unterlassen. Oh, die haben geredet, sie haben getuschelt. Ich bitte um Ruhe im Saal. Darf ich hier immer noch mit meinem Mandanten verständigen? Aber nicht tuscheln. Ich kann es auch mal aussagen, wenn du möchtest. Jetzt Ruhe und... Also ich versuche jetzt erstmal hier meinen Mandanten der Unschuld zu beweisen und damit fange ich auch natürlich als erstes an und mein Mandant ist sehr sozial. Ich weiß nur, was es hier zu lachen gibt. Einspruch. Einspruch abgelehnt. Er ist sehr sozial. Er kann gerne erzählen, was er denn alles so gemacht hat nach seinem Abitur und was er aktuell auch noch macht. Das so hat nichts mit dem Gerichtsverfahren. Wegen des Studiums, wegen des Studiums machen. Herr Richter, das hat nichts mit dem Gerichtsverfahren zu tun. Lassen Sie den Anwalt bitte sprechen. Also, nach meinem Abitur habe ich erstmal ein Jahr als Freiwilliger, also habe ich schon freiwilliges soziales Jahr gemacht. An meiner ehemaligen Schule. Während meines Studiums arbeite ich als Nachhilfelehrer und beim Training übernehme ich teilweise das Kindertraining. Das zeigt, dass sie sich auch opfert für andere. Und ich habe hier ein Video vorbereitet, wie sozial mein Mandant ist. Er macht nämlich während des Rennens. So, man sieht eindeutig, er macht Platz für Steve, nachdem er ihn aufgefordert hat. Das war's mit meiner Befragung zu meinem Mandanten. Also, wie man gerade gesehen hat, es war auch nicht ganz freiwillig, weil er viel zu spät gebremst hat. Zu dem Video davor, bitte. Herr Kollege, wenn Sie mal bitte nochmal ein Stück zurück machen. Jetzt bremst er. Ja, er bremst viel zu schnell und fällt aus der Strecke. Aber er ist nicht wieder raufgezogen, obwohl er es hätte gekonnt. Ja klar, aber er hat trotzdem viel zu spät gebremst und das war eigentlich an sich, wäre so oder so rausgefahren. Also war es nicht freiwillig, dass er hat trotzdem Platz gemacht. Er hätte immer noch weiterhin raufziehen können und damit auch Steve behindern können. Das natürlich auch, aber er hätte wäre so oder so rausgefahren. In dem Sinne. Er hätte nur wieder reinziehen können. Das wäre was anderes. Ja, er hat trotzdem Platz gelassen. Das hat aber nichts mit sozialen Sachen zu tun, sondern er hat einfach nur gewartet.
Das ist einfach nur seine Inkompetenz. Ich bin sogar stehen geblieben. Am Rand. Das kommt genau noch, auch noch dazu. Er hätte ja auch weiterfahren können. Man hat ja gesehen, dass er extra stehen geblieben ist, weil Steve gesagt hat, mach bitte Platz. Bleib da draußen. Der Richter. Soll ich was sagen? Aber ich werde angefickt, wenn ich auf der Straße euch mal durchlasse und dabei auch stehen bleibe. Oder wie? Das ist ein berechtigter Einwand. Auf der Straße darfst du nicht stehen bleiben, das ist eine Bestrafung von... Nee, ich bin rübergefahren, nur um euch ein bisschen durchzulassen und halt auch ein bisschen damit an, dass ich nicht irgendwie noch in euch reinbretter und dann werde ich angefickt, dass ich anhalte. Die Sache ist, dazu kommen wir später noch, weil man sieht in deinem Video ganz klar, wie du die Pfeile ignorierst. Und das tust du auch, wenn wir gegen dich fahren und dich überholen wollen, weil wir meistens dann auf der Seite sind, wo du gerade rausbretterst. Egal. Haben Sie noch weitere Fragen an Ihren? Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Das Sozialverhalten mal aus vorgeschoben, was Sie mit den Ganzen eingebracht haben, was eigentlich nichts mit dem Gerichtsverfahren zu tun hat. bin ich alles als rechtmäßig vertretbar? Nee, ist so. Sonst keinerlei Einwände an dem, was Sie uns soweit gezeigt haben? Und wir können dann fortfahren. Ja, Willi, wie würdest du denn dich selber beschreiben? Inwiefern? Bist du manchmal aggressiv, rachsüchtig? Bist du immer ein freudiger Mensch? Also, ich bin an sich bin ich ein sehr freundlicher Mensch auch. Ne? Ich mache auch das, was man mir sagt. Wenn man zu mir jetzt sagt, mach das. So. Was ich mir ankreiden kann, das ist aber bei mir krankhaft, dass ich eine impulsive Verhaltensstörung habe. Ne? Und ich dazu neige, impulsiv auszurasten, aber ich kann diese Handlung nicht kontrollieren. Bitte, hier als Beweismaterial dafür. Es ist diagnostiziert und ja. Geben Sie aber zu, dass Sie meinem Mandanten Rache angedroht haben. Genauso wie er mir, ja. Also ich habe hier ein nettes Beispiel. Es ist von Buddy King, die ersten Folge. Man hört ganz klar, wie er Rache androht. Und ich meine, er hat es nicht nur einmal gemacht, das war in einer der Aufnahmen, die wir getätigt haben. Ansonsten hat er Rache eigentlich auch immer wieder angedroht und hat auch eigentlich immer wieder Rache genommen. Die Rache kam aber auch von ihm oft genug. Nachdem einmal gerecht wurde, rächen sie sich gegenseitig. Wo hat sich denn mein Mandant gerecht? Wollen wir erstmal damit anfangen. Allein, dass er das Spiel genommen hat. Immer wieder beschworen hatte, seit dem Buddy King Video. Also André wird belästigt, ist eindeutig Dead by Daylight. Nein. Und das ist eine Rache-Video von Willi. Nein, das ist ein ganz normales Video, denn darum geht es erstmal nur um eine Buddy King Folge. Und das bedeutet nicht, dass es Rache ist. Es ist ein Video, wo es darum also geht, dass jeder... Also ich kann Ihnen gerne auch noch das verraten mit dem Kotz-Video. Genau. Und wo es um die Essensschlacht ging. Da hat Willi zu... Und, da hat André nach diesem Video Willi mehrmals geschworen, dass er sich noch rächen wird. Ja, hat er sich gerecht? Diese Buddy King-Folge... Das kommt ja noch. Mein lieber Kollege, diese Buddy King-Folge ist weitaus später aufgenommen worden als das F1-Video. Ja, aber trotzdem hat André danach auch immer wieder Rache beschworen. Das heißt also. Die Rache ist aber noch nicht eingetroffen. Das heißt, für unseren Fall ist es nicht relevant, weil die erste Buddy King-Folge, die wurde nämlich vorher aufgenommen. Und da ist eigentlich ganz klar, dass Willi sich vielleicht nicht gerecht hat in meinem Mandat. Ich werde mich so rächen. Ich werde mich so rächen. Guck mal, da kommt noch der Tor. Du bist dran, ja? Du darfst den Ball noch. Ich werde mich rächen. Ich werde mich rächen. Ihr werdet alle ein qualenvolles Todes sterben. Haben Sie dazu was zu sagen? Wie schon gesagt, ich kann meine Handlung und die Wörter, die ich sage, nicht kontrollieren. Siehe das Fortnite-Video, wo ich den Mega-Rage-Modus meines Lebens hatte, wo ich einfach Sachen rausgeschrien habe, die ich gar nicht so gemeint habe. Und ich habe schon mal Gifty angeschrien bei einem Spiel bei Apex. Richtig doll, ohne dass ich das wollte. Alter, halt die Schnauze. Anbrüllig tun wir alle uns gegenseitig mal. Ich kann es nicht. Also das kann ich gerne noch raussuchen, aber ich habe auch André zum Beispiel mal angeboten, dass er nicht zuhört. Okay. Da ist zum Beispiel für jeden Like kriegt er einen Schlag. Ja. Entstanden. Darf ich was anmerken? Darf ich den Richter mal als Zeugen hier hinzuziehen? Okay. Weil Steve kennt mich aus meiner Vergangenheit.
Wie viele PlayStation-Controller habe ich zerstört in meinem Leben? Wie viele GameCube-Controller habe ich zerstört in meinem Leben? Wie oft habe ich geschrien beim Zocken? Ständig. Und wie, von wem habe ich das von meinem Opa, der genauso schreit wie ich? Ich werde mich dazu nicht äußern, ich bin der Richter. Ja. Ich kann dir sagen, aber ich wurde auch sehr viel. Also, du rastest nicht so aus wie ich, Steve. Es gibt Momente, da raste ich auch aus. Aber jetzt ist von einer Person gekillt. Und dann bin ich richtig ausgerastet, weil ich gerade auch geheilt wurde oder sonst was und er mich nur töten wollte und die ganze Zeit beschossen wurde und was weiß ich nicht. Ja. Bin ich auch ausgerastet ohne Ende, da ist mein Controller durch die Gegend geflogen. Und ich habe ihn beleidigt ohne Ende. Süß. Ich habe die Kabel aus der Wand gerissen. Das kriege ich nicht hier mit dem Kabellos-Controller. Und ich habe meine frühe PlayStation 3 mal aus dem Fenster geschmissen. Jetzt, das habe ich noch einen nicht zugegeben. Haben Sie gerade gesagt? Nein, er hat mir gesagt, dass er sehr jähzornig ist, aber das auch für Sie... Wir konnten es ja beweisen, ja, dass die Rache angekündigt wurde. Ob sie später bei Buddy Kings oder bei F1 dann stattgefunden hat, das können wir nicht von behaupten. Das könnt ihr auch nicht beweisen. Weil aber ich kann beweisen, dass Buddy King die nächste Folge als Willi gegen André dann gespielt hat, wesentlich weitaus später gekommen ist. Ja, das stimmt. Als F1. Aber machen wir einfach weiter, oder? Macht dir denn F1 Spaß? Ist nicht eins meiner bevorzugten Rennspiele, aber ich habe schon schlimmere gespielt. Gut, also wie du ja auch vorhin gesagt hast, du hast zum zweiten Mal in deinem Leben erst gespielt. Ja, vorher habe ich nur Australien mit euch gespielt. Wie oft, weißt du, haben wir ungefähr Australien gespielt, bis es zur finalen Aufnahme gekommen ist? Weiß ich nicht mehr, ich kann mich an sowas immer nicht erinnern. Weißt du, wie oft du da rausgeflogen bist? Keine Ahnung. Also ich kann dir sagen, es waren 3 Mal. Haben wir Australien gespielt? Ja. Du bist jedes Mal rausgeflogen. Also ich kann mir vorstellen, dass du dann keinen Bock mehr hattest auf dieses Spiel. Und da wir wollten, dass du weiterspielst, die Season mit uns beendest, dass du uns deinen Spaß nehmen möchtest. Damit wir das Ganze abbrechen. Okay. Glaubst du? Ja. Nee, so ein Typ bin ich nicht, dass ich jemanden den Spielspaß nehme. Mach ich nicht. Wie würdest du denn deine eigene Fahrweise beschreiben? Mittlerweile oder früher? Na, ja, zu dem Video von Bahrain. Bin eher vorsichtiger gefahren, weil jetzt fahre ich einfach nur durch. Richtig. Da habe ich ein kleines, schönes Video. Ich darf nicht den Anschluss zur Gruppe verlieren. Oh mein Gott! Also erstmal, ich darf den Anschluss nicht zur Gruppe verlieren. Und man sieht, das ist Bahrain, er hat gesagt, er ist vorsichtig gefahren. Ich finde das alles andere als vorsichtig. Wenn man da so reinbrettet in die Gegner. Klar, er hat sie noch nicht berührt, aber Video 4. Oh mein Gott! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich würde sagen, das ist auch nicht vorsichtig. Das ist eindeutig einfaches Reinbrettern in die Gegner herein. Und Video Nummer 5. Willi fährt nicht gerade sonderlich sauber und vorsichtig, sondern fährt meiner Meinung nach wie die letzte Sau. Kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Punkt. Zu dem Unfall. Habt ihr es gesehen oder soll ich nochmal zurückspulen? Wiederholen Sie es gerne. Gucken Sie bitte auf den Lenkrad. Als erstes Mal sehen Sie, wie er hier die Pfeile ignoriert. Eindeutig ist André jetzt hier in diesem Bereich. Und Willi zieht trotzdem nach rechts, macht die Kurve eng, macht zu. Nichts. Oh! André ist immer noch da. Jetzt sieht er ihn und theoretisch ist Willi immer noch auf der Strecke. Man könnte langsamer fahren. Aber jetzt achten Sie auf den Controller. Haben Sie den Schwenker gesehen? Man hat klar gesehen gehabt, dass da ein kleiner oder ein großer, ja, zuerst ein ganz kleiner war und dann ein größerer, als André fast dran vorbei war. Gehen Sie aber dafür bitte mal auf die andere Sicht von André.
man sehen konnte, da hatte André gebremst und er hätte weiter rüberziehen nach rechts. Ah, aber er hat mich gesehen. Das ist also nicht vollkommen für die Story. Aber Willi zieht nach rechts. Und das ist ganz klar gewesen zu sehen. Aber André ist trotzdem zu weit links rübergefahren. Das hat man auch ganz deutlich gerade. Man hat aber gesehen, dass mein Mandant gerade wieder angefangen hat, Tempo aufzunehmen. Ja, und dann aber wahrscheinlich auch, er hat angefangen nach rechts zu ziehen. Hier hätte er noch bremsen müssen. Ideallinie wurde anfangs nicht eingehalten. Ja, das hat aber nichts damit zu tun. Er hätte trotzdem bremsen müssen, wenn er genau eingehalten hat. Willi hat da aber zugemacht und André fährt nun mal in. Wenn die Ideallinie außen ist und man sieht an den Pfeilen, wo der Gegner sich befindet, ja, dann muss man Platz machen in einer Kurve. Die Ideallinie ist aber keine Vorgabe bei dem Spiel. Es ist keine Vorgabe. Aber wenn ich sehe, dass rechts von mir jemand ist oder links, ja, aber bei Willi dann muss ich denen auch den Platz lassen, wenn die Pfeile rot sind. Weil dann heißt es nämlich nicht, dass er hinter einem ist, sondern schon neben einem. Bei Willis Sicht hat man aber gesehen, dass er André zu der Zeit nicht gesehen hatte. Wir können gerne nochmal hingehen. Aus Willis Perspektive, er hat nicht den Third-Person-Modus, sondern den First-Person-Modus. So, und hier siehst du den Pfeil. Ja, die Pfeile, es ist hinter ihm. Ja, das mit dem Pfeil. Jetzt ist er rot und André ist neben ihm. Da macht Willi schon zu. Und jetzt, Pfeile ist immer noch rot. André ist immer noch neben ihm. Ja, das heißt neben ihm. Aber er hätte auch bremsen können immer noch. Aber Willi ist trotzdem nach rechts rübergezogen. Obwohl die Pfeile da waren und dass er neben ihm ist. Dann, wenn ich weiß, dass da jemand neben mir ist, dann ziehe ich nicht rüber. Dann bremse ich kurz, lass Tempo weg oder fahr auf den Planken hier, wo Willi anfangs auch super eigentlich gefahren ist. Und sich dann nur dachte, nö, ich zieh weiter auf die Straße. Ja, er ist nach deiner Formulierung wieder auf die Ideallinie gefahren. Er ist trotzdem rübergezogen, einfach gegen meinen Mandanten, gegen die Reifen hinten und hat dafür gesorgt, dass mein Mandant beide Frontflügel verloren hat und dass er sich selber rausgeschossen hat. Aber ihr Mandant ist als erstes in die Seite von meinem Mandant reingefahren. Das hat mein Mandant aber auch zugegeben. Ja, das hat er auch zugegeben. Das ist ja auch vollkommen richtig. Es ist auch richtig, dass er, wie man sehen konnte, rechts rübergezogen hatte. Das ist nicht beschreibbar. Das sieht man in dem Video genau. Aber, das ist wieder der Grund. Beide haben an sich Schuld. Einmal aus der Begründung, Willi hatte rechts rübergezogen, aber André hatte ihn vorher eingefangen. Zweitens, beide hatten die Chance zu bremsen. Also sind beide an dem schuld, was überhaupt passiert ist. Aber wie ich sagte, der Vordermann bremst selten. Ja, und Willi war der Vordermann erst noch. Ich fahre wie eine Oma. Aber als es zum Unfall gekommen ist, war Willi nicht mehr der Vordermann. Da war André der Vordermann. Ja, da hätte ansonsten hätte Willi nicht André hinten in die Reifen drehen können. Das ist richtig. Da wart ihr genau. Ja. Das ist danach. Ihr wart da genau nebeneinander noch. Aber es geht ja gerade um den Augenblick, wo er rüberzieht. Da war ich schon vorne. Da hätte ich da warst du dann vorne, aber davor hättest du nicht bremsen können. Da hast du ja gesehen, dass er schon nach rechts rüber ging. Ja, in dem Moment ist er aber um die Kurve gerade noch gekommen und hatte immer noch ein Tempo. Wollte an ihrem Mandanten vorbeiziehen. Ab dem Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, dass Willi wieder rechts rüberkommt, siehst du auch, dass meine Reifen wieder einschlagen. So, das ist der Punkt. Da hätte er weiterhin rechts. So, da hätte er rechts. Jetzt sieht er, Willi kommt. Und mein Mandant, sehen Sie, wie er dann versucht nach rechts zu kommen. Ja, aber viel zu spät. Er hätte schon vorher, aus seiner Sicht konnte man schon vorher sehen, dass Willi von links rüber kommt. Bei der Schuldfrage ist eher die Frage, wie sie, aus welcher Sicht Sie es eher sehen. Wenn Sie aus der Sicht von André gehen, hätte er weiter rechts rüberfahren können, damit beide genug Platz hätten. Wenn Sie es aus Willis Sicht sehen, also von dem Video her aus Willis Sicht sehen, bei Willi konnte man André nicht ein Stück sehen, bis er rechts wirklich vor ihm war. Man und weiß aber, hat er durch die Pfeile, die Sie hier jetzt bei meinem Mandanten auch nochmal sehen. Sie dürfen nicht vergessen, Sie beiden spielen das zum zweiten Mal. Das war heißt, das Erste, was wir beiden gesagt haben. Es gibt da Pfeile, auf die müsst ihr achten, da ist euer Gegner. Oder da ist ein anderer Fahrer. Hast du beim ersten Mal, als du aufs Töpfchen gegangen bist, der Klo getroffen? Ich glaube nicht. Das können wir gerne meine Mama fragen. Das war mein zweites Mal Formel 1 fahren. Glaubst du im Ernst, dass ich da irgendeine Ahnung von irgendwas habe? Glaubst du, dass ich das in Ordnung finde? Geil, durch den Sand fahren? Das kann ich vielleicht durch die Feinmotorik des Spiels? Nee, ich habe mir halt in dem Punkt gedacht, yo, ich muss wieder zurück auf die Straße, dass ich wieder normal fahren kann. Glaubst du im Ernst, dass ich da gedacht habe, yo, ich könnte auf diesen Streifen da lang fahren? Nee, als ob ich mich mit dem Spiel auskenne. Ich kenne mich damit doch nicht aus. Ich bin da auch nur um die Kurve, auch nur die Ideallinie gefahren. Wieso haben Sie aber nicht kurz gewartet, bis mein Mann dann weg ist?
weil ich mich auf die scheiß Ideallinie konzentriert habe, weil ich mich konzentriert habe, die Scheiße zu fahren. Guck, das kann man sogar sehen, dass ich versuche, nur diese piss Ideallinie zu fahren, die in der Mitte bei der Kurve eng reingeht. Das kann man sogar sehen, dass die eng reingeht. Und dann bin ich nur die Ideallinie lang gefahren. Weil jetzt mir gesagt hat, ja, du kannst doch oben. Guck, ich versuche, die Ideallinie zu fahren. Bin aus der Kurve ein bisschen gefallen, weil ich die zu eng genommen habe. Und hat mich auf die Ideallinie konzentriert, hat mich auch darauf geachtet, dass da ein Pfeil ist. Weil den Pfeil, den sieht man erstens mal kaum, weil er klein ist. Ob man sieht mich? Ja, das. Ja, jetzt, spätestens jetzt sieht man dich. Ich habe dich auch dann gesehen, dachte so, what the fuck? Ja, man zieht aber nicht in die Richtung, in der ein Auto steht. Doch, man zieht dahin, wo man weggedrückt wird. Du darfst ja nicht vergessen, er wurde weggedrückt durch sie erstmal. Und das heißt, er wurde in eine andere Richtung geschoben. Die erste Reaktion ist, wenn man in die andere Richtung driftet. Also ich habe ihn nicht weggedrückt, ich habe wir haben uns berührt. Nicht mal gedrückt. Aber gedrückt hat er mich. Ja, aber man sieht trotzdem, dass er wegdriftet, leicht. Hier sieht man, dass er nach links wegdriftet und er automatisch deswegen nach rechts rüberzieht, um das wieder auszugleichen. So wie ihr Anwalt das ja auch meint. Man kann trotzdem minimal lenken. Dass man kann wirklich so lenken, dass man minimal sich bewegt. Man sieht aber auch einen ganz deutlichen Einschlag. Ja, aber Sie dürfen nicht vergessen. Ja, genauso wie Ihr Mandant spielen es beide zum zweiten Mal. Das heißt, die erste Reaktion ist nicht minimal zu lenken. Die minimale Bewegung war aber am Anfang von Ihrem Mandanten da. Ja, aber man sieht trotzdem, dass er, weil er weiter nach links immer noch wegdriftet, dass er automatisch nach rechts rüberzieht, um das Gleichgewicht zu halten. Dadurch passiert er erst... nicht mehr nach links. Er driftet. Er wird nach links geschoben, weil meine Hinterachse wegzieht und ich quasi in die Richtung fahre. Dadurch muss er aber mitfahren. Das heißt, ja. Wie gesagt, und deswegen kommt es zu diesem Unfall. Ich möchte gerne einmal die Situation sehen, wo André Willi anstupst. Weiter nach hinten. Nee, das ist richtig. Da fährt er genau vor der Kurve, oder? Und die. Na, da, wo Willi nach rechts einschlägt. Hier schlägt Willi nach rechts dann ein. Und da sieht man schon, was. André hier und hier. Das André Reifen gegen Reifen. Willi wird dadurch nach links erstmal weggedrückt. Jetzt hast du aber gesehen, dann, dass ihr Mandant da wieder ein kleines Stück nach rechts und dadurch dann die Kollision an den Reifen gekommen ist. Er hätte auch einfach da weiter weiterfahren können. Und mein Mandant war schneller gewesen oder ist schneller gewesen als ihr Mandant und wäre davon gezogen. Ich habe soweit alles gesehen, was ich sehen wollte. Okay, dann schließen wir. Einfach. Ich würde sagen, wir schließen jetzt einfach die ganze Sache hier, weil langsam wird, da dreht sich nur den Kreis im Kreis. Ja, das dreht sich jetzt alles im Kreis. Wir hören also erstmal. Dann haben Sie weitere Fragen an den. Ich habe keine Fragen mehr an ihn. Ich habe auch keine Diskussionssachen mehr. So, liebe Geschworenen, lieber Richter. Geschworenen? Liebe Kamerafrau, Mandant, Gegenanwalt, Ihr Mandant. Nach Paragraph 21 im SGB 8 Absatz 8a. Ist mein Mandant nur bedingt schuldig und hat damit eine geringere Schuldzuweisung zu befürchten und eine geringere Strafe. Der Kläger ist eindeutig meiner Meinung nach zu sehen, wie er nach rechts zieht und damit den Unfall provoziert und hat damit mit einer höheren Strafe zu rechnen. Ich wäre für meinen Mandant als gerechte Strafe Brotbacken für den anderen in Form eines Videos und für den Kläger ein Bestrafungs-Let's Play eines sehr schlimmen Spiels. Nach dem, was Sie gesagt haben und was wir mehrmals diskutiert und besprochen haben, sehe ich es so, dass sowohl mein Angeklagter, also Ihr Angeklagter, als auch mein Kläger jeweils die gleiche Strafe verdienen einfach. Nämlich ein Let's Play, was Sie beide zusammen durchführen müssen, ohne sich zu streiten, sich gegenseitig zu diskutieren und in Frage zu stellen. In diese Strafe wäre angemessen für beide, denn sie müssten dann lernen, wieder miteinander umzugehen. Alter, das ist ja schlimmer als Hölle und Ragnarok und Armageddon zusammen, ey. Dann würde ich hier eine kurze Pause von 20 Minuten einreichen und dann kommen wir zur Urteilsverkündung. Genau. Wir sind zu einem Entschluss gekommen, dass in meinen Augen Willi der Schuldige ist. Dennoch habe ich mich dazu entschieden, Willi und André zusammen zu bestrafen. Warum? Weil du einen großen Pimmel hast. Damit ihr beide wieder zusammenfindet
euch lieb findet. Und daher werde ich euch beide zusammen bestrafen mit einem gemeinsamen Let's Play. Nein! Doch. Nein! Doch. Legen wir wieder schon rein. Gegen Nein. Berufung. Ich will mir nicht anweisen. Ja. Habt ihr was zu sagen? Ihr dürft jetzt noch was sagen. Ja. Das ihr dürft euch jetzt einigen und zufrieden. Du bist das allerletzte. Du bist jetzt gemeinsam euer Leben. Habt ihr das gehört? Ihr gebt euch jetzt freundlich die Hand. Nein. Ich bin krank, ich gebe euch die Hand. Wir möchten noch einmal sehen. Guck mal, ich bin zuvorkommen, ich will nicht die Hand geben, weil dann ich krank gebt euch die Faust. Ich bin krank, ich kann ihm noch nicht die Faust geben. Jetzt gib ihm die Faust. Ich kann ihm nicht die Faust geben. Jetzt gib ihm die Faust. Wenn du dich verweigerst, wirst du alleine bestraft. Gut. Entschuldigung, ich musste husten. Und dann sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.